Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Let's Play. Let's Play Super Mario Galaxy 2. Ja, ich freue mich sehr auf dieses Spiel. Ich wollte schon immer mal ein Mario-Spiel Let's Playen. Und da kann ich euch eine kleine Geschichte zu erzählen. Es ist ja letztens das Super Mario Galaxy 2 für die Wii U, also beziehungsweise auf der Wii U zum Download kaufbar gewesen. Ich dachte, jetzt wird es ein bisschen auf HD aufgehübscht. Und ja, dass das so ein bisschen grafisch aufgehübschter wird. Und habe deswegen das einfach mal gekauft, obwohl ich selber schon hab. Und naja, Pustekuchen. Ist jetzt kein großer Unterschied. Dementsprechend habe ich jetzt gerade 10 Euro umsonst ausgegeben, aber macht ja nichts. Das Spiel ist trotzdem gut. Kann man da auch mal unterstützen. Gut, noch eine kleine Sache und ich habe das schon so oft bei Let's Plays gehabt, dass ich dann einfach im Startbildschirm zu viel laber, aber für die Leute, die mich noch nicht kennen und jetzt gerade reingeschaut haben, falls mal beim Commentary so kleine Puster im Mikro sind, tut's mir leid. Rauschen und alles kann mich super schön entfernen. Aber diese Puster nerven total und ihr könnt mir glauben, wenn ihr einen dieser Puster hört, habe ich ihn natürlich auch gehört beim Schnitt und mal wieder habe ich mir dann auf die Zunge gebissen dabei. Also ihr könnt eigentlich jedes Mal eigentlich anfangen zu lachen, wenn ihr so einen Puster hört, dann wisst ihr nämlich, dass ich mich gerade ganz tief geärgert habe. Gut, nochmal ein kurzes Intro, Super Mario Galaxy 2, der zweite Teil von Super Mario Galaxy, warum zocke ich nicht den ersten Teil? Naja, der erste Teil und der zweite Teil gleichen sich vom Gameplay her eigentlich ganz stark. Nur nicht vom, vom Level-Design und so. Das ist, das gleicht sich eigentlich auch ganz relativ. Es ist ähnlich. Und die Story ist jetzt... Mario hat nie eine große Story gehabt, von daher ist okay. So, ich habe 3 Spielstände. Einen habe ich ein bisschen zum Anzocken. Eigentlich dachte ich, grafisch aufgehübschten Spiels gemacht. Auf Luigi werden wir spielen. Und auf Luma werde ich gelegentlich streamen. Wenn ich mal Lust habe, ein bisschen Super Mario Galaxy zu streamen. Meinen Stream-Kanal werde ich natürlich unten in der Videobeschreibung verlinken, falls ihr mal ein bisschen neben dem Let's Play auch mal gucken wollt. Und wir starten auf Luigi. Wir können uns Symbol ändern. Wir können auch uns meinen Spieler zuholen. Vielleicht mache ich das ja. Wenn ich Lust habe. Aber ansonsten kann man es genauso gut alleine spielen. Der zweite Spieler, der hilft einem eigentlich nur minimalst. Dies ist eine weitere Geschichte, die mit Sternenstaub beginnt. Alle 100 Jahre geht in einer besonderen Nacht hellglitzernder Sternenstaub über den friedlichen Pilzkönigreich nieder. Heute ist es wieder soweit. Lieber Mario, wie wäre es mit einem Stück Kuchen, während wir den Sternenhimmel beobachten? Ich warte im Schloss auf dich. Deine Peach. Naja, so wie jedes 3D-Sternsammelspiel startet auch dieses Game mit einem Brief von Peach. Und ganz nach Super Mario-Manier, das Sternfest, das nur ein einziges Mal alle 100 Jahre stattfindet, hatte soeben begonnen. Wir starten als kleines Gimmick in der 2D-Ansicht und wir können eigentlich auch nur die alten Bewegungen machen. Haben wir das schon? Ach, können wir doch schon. Okay, haben wir geirrt. Bis jetzt zumindest. Sternteile! Tausende schimmernde Sternteile fielen vom Himmel und erfreuten die feiernden Tots. Ja, ich versuche die mal aufzusammeln. Es ist so eine zwanghafte Sache. Ja, ich kann auch gar nicht den jetzt machen. Wer Super Mario Galaxy schon kennt, und das glaube ich tun viele. Na, geh doch runter. Hat gerade meine Bewegung nachvollziehen können. Das macht nämlich alle eigentlich hier, wenn ich spielen. Oh, hier kann ich nicht weit. Oh, kann ich doch. Huch, ich dachte jetzt, wir müssen durch die Röhre. Da habe ich beim Anspielen schon wieder ganz alles vergessen. Ich bin echt ein Held. Wer ist das denn? Dieser sonderbare kleine Geselle sieht verwirrt aus.
Ob er sich verlaufen hat? Oh, wie schön. Mario ist ihm sympathisch. Und zack, verschwindet er in seinem Kopf. Eine behagliche Wärme breitet sich unter Marios Mütze aus, während sich eine ungeahnte, mysteriöse Kraft in seinem Körper verteilt. Ja. Ja, und auf einmal können wir das machen. Schön. Ich spring schon aus dem Bildschirm raus. Zack. Und alles einsammeln. Meinen Sammeldrang freien Lauf lassen. Ich muss übrigens ein bisschen mit der Wii-Family noch darauf achten. Und ich habe meine Sensorleiste für gewöhnlich eigentlich mal unterm Fernseher, aber in diesem Let's Play über dem Fernseher. Und das ist recht ungewohnt. Es sollte eigentlich vom Dingens her nichts unterschiedlich sein, denn diese Ausrichtung soll ja nur dazu sein, dass du direkt auf den Fernseher gucken kannst. Aber meistens habe ich es extra unterm Fernseher gemacht, damit man ja, so ein bisschen von unten nach oben gucken kann. Gut, wer ist das denn? Oh, vielleicht ein Freund des kleinen Gesellen von vorhin. Puh, frei, aber ich bin... Wo bin ich hier? Ja, wo bist du denn hier? Hallo, Mario. Okay, huch. Was ist denn jetzt los? Was ist das für ein gruseliges Geräusch? Ich habe keine Ahnung. Oh mein Gott, Bowser! Was machst du denn da? Warum bist du so groß? Ich hab so viel Spinat gegessen. Ein Monster! Ja, nicht nur Kakuka King. Wo ist das Schiff? Welches Schiff? Zu spät, Mario. Der Kampf der Sterne gehört jetzt mir. Die Kraft der Sterne gehört jetzt mir. Und sieh. Sieh mal, was ich mir unter den Nagel gerissen habe. Sind stocken. Hilfe! Ich bin riesengroß. Ich dachte, er ist Riesenboss. Sogar noch furchterregender aus der Nähe, oder? Ja, sowas von. Und Peach kann bestimmt was Leckeres für mich backen. Ich bin mir sicher, dass es im Original Japanisch anders war. Nicht das. Peach für Bowser backen soll. Ich bin genau in der Stimmung für... Ich bin genau in der Stimmung für einen riesigen Schokokuchen. Ein erbärmlicher Planet ist zu... Euer erbärmlicher Planet ist zu klein für mich. Mann! Ich jemand mein Vorleseprojekt. Nee. Mein neues Riesen, ich verlangt nach einem neuen Riesenreich. Das Zentrum des Universums wird der perfekte Ort für meine neue Heimat sein. Viel Spaß noch. Deinen jämmerlichen Pilz. Wusch. Hm, wenigstens wieder hell. Mario! Oh oh. Kleine Gesellen. Sind wir gewöhnlich da rum? Ja, oder? Tatsächlich. Wie schrecklich. Oh, trotzdem. Na. Erstmal schön nach Super Mario 64 Manier gegen eine unsichtbare Wand springen. Ich finde das mal witzig. Um so ein bisschen zu testen. Süli. Mario! Ja. Mario, wo kam dieser riesige Unhold nur her? Wieso wisst ihr, wie ich heiße? Er ist deine Prinzessin im... Er hat deine Prinzessin ins Zentrum des Universums verschleppt. Befreie sie so schnell du kannst. Wow! Das ehrwürdige Baby-Luma. Ihr müsst wissen, der heißt im Deutschen Baby-Luma. Das war, glaube ich, keine Ahnung, eine verrückte Manier der deutschen Übersetzer. Im Englischen heißt er nämlich Master-Luma oder Meister-Luma. Eben drum. Und deswegen ehrwürdig. Ich meine, wer würde ein Baby Luma ehrwürdig nennen? Im Englischen ist es Master Luma. Das klingt schon ein bisschen cooler. Deswegen ist das ein bisschen verwirrend. Hallo, mein Kleiner. Geht es dir gut?
Das sagen die im Englischen auch nicht, deswegen. Hast du es bequem dort unter Marios Mütze? Nun, da ist es wohl genauso sicher wie überall sonst auch. Was? Bist du, wir sind Mario, wir sind am sichersten hier, hallo? Aber es gibt jetzt wichtigere Dinge zu tun, Mario. Wir müssen die Prinzessin retten. Was habt ihr denn mit der Prinzessin am Hut? Wie ich sehe, erlaubt ihr die Macht des besonderen Baby Luma, die Kraft der Sterne zu nutzen. Und auch wir Luma werden dir helfen, wo wir auch nur können. Verwandlung. Du bist ein wahrer Freund der Luma. Aus Dank, dass du uns geholfen hast, helfen wir dir auf deiner Reise. Bitte katapultieren dich ins Weltall, damit du dich an die Fersen des Unholds heftest. So, Mann, komm hierher, schüttel deine Fermium. Pilotfall. Muss man erstmal wieder ins Lesen kommen. Jö, erstes Level, Hochgartengalaxie. Dino Piranha Juniors Schleudertrauma. Naja, so eine kleine Anspielung auf Dino Piranha, auf Dino Piranha aus Super Mario Galaxy. Und ich weiß nicht, vielleicht will ich es auch rückwärts let's playen. Denn Super Mario Galaxy ist momentan, also der erste Teil, ich hätte den ersten Teil garantiert zuerst gespielt, aber die ist mir gerade kaputt gegangen. Also auf der Wii funktioniert er noch. Da ist nämlich der Laser nicht so empfindlich, aber auf der Wii U Leseschwäche. Keine Ahnung wieso. Naja. Vielleicht gibt's das ja auch mal als Remaster Reborn. Dann kann ich's auch zocken. So ein Unhold hat alle unsere wertvollen Powersterne entwendet. So ein Unhold! Besser gesagt. Du wirst den Unhold also finden, wenn du die Power, wenn du den Powerstern folgst. Halte ihn auf. Ach, ich dachte ja, was Hände aufhalten oder was? Nein, Hose aufhalten. Wir Luma werden dir dabei helfen. Ich bin halt immer wieder mal verpeilt. Wieso, wo sind unsere Sternteile hin? Ach nee. Ich habe gerade gedacht, wo sind unsere Sternteile hin, aber das ist ja ein Level. Und im Level werden die Sternteile ja nur auf Null gesetzt und man muss, und die werden ja am Ende dann einfach draufgesetzt. Deswegen sind die Sternteile ja auch nur lila, aber im Ding ist, in der Overworld sind sie bunt. Ja. Hallo Yoshi. Hallo mein Freund. Bitte nimm den Hintereingang, Yoshi. Also Yoshi kennt Mario zwar noch, aber Mario... Upsala. Aha! Mario hat da wohl nicht so große Probleme. Hallo mein Freund, von dir erzähle ich rein. Oh, da habe ich ein bisschen was übersprungen, glaube ich gerade. Ich will keinen Speedrun machen, ich will euch zeigen alles. Nein, noch nicht. Es gibt da noch zwei Röhren, die wir erforschen können. Ich mag die Störung von Mario. Hier brauchen wir mal Info und allem. Kleiner Tipp, es gibt verschiedene Wege, um den Gegner zu fürchten zu lernen. Nein, nicht nötig. Habe ich schon alles, kenne ich schon alles, zeige ich euch alles. No. Und hallo. Hey. Was? Man kann auch eigentlich so machen. Ups. Ey. Und schon ist man drüben. Also so problematisch ist das nicht, darüber zu kommen. Das geht auch am leichtesten. Ich mag den Rückwärtssalto von den Sprüngen von Mario am liebsten. Vor allem, weil ich ihn nach Super Mario 64 so gerne möchte. So. Wie wir uns ein Leben holen können, ist ja auch nicht einfach. Ups. Das war gerade noch versperrt. Witzig. So, jetzt holen wir uns wahrscheinlich das Leben. Das ist keine künstliche Verzögerung. Ich werde nämlich eigentlich nur das erste Level, wollte ich sowieso nur den ersten Part packen und muss ich nicht unbedingt mit einem Level mitten im nächsten Part anfangen. Schlau, ne? Sü. Zack. Warum sich die Mühe machen, nochmal runterzugehen? Na, ja. Ups. Da bin ich jetzt fast runtergefallen. Warte. Das geht doch wohl. Na, schade. Ich versuche eigentlich immer so gut wie möglich abzukürzen, einfach nur zu gucken, ob es geht. Oh, das war
einem Sternteil. Ich glaube, das war ein Gimmick. Mir nach! Upsala! Das wäre blöd ausgegangen. Mann. Bin hell. Zum Glück komme ich in die Steuerung noch rein. Im Stream, also der Stream wird nebenbei laufen und da werde ich auch ein bisschen üben, damit ich fürs Let's Play auch ein bisschen besser gewappnet bin. Alle drei Herzen einsammeln, fix. Nein, zwei Herzen einsammeln, fix. Herzen. Bin ich gerade im Zelda-Spiel oder was? Dingens. One-Ups. Jo, dann gehen wir nochmal ins Special World Level. Oder ist das? Das ist auch witzig. In Mario Kart oder in solchen Spielen ist der Stern ja immer das, was genau das anrichtet. Aber in solchen Spielen ist der Stern ja genau das, was am Ende das Spiel entscheidet. Dementsprechend ist, sag mal schnell. Ey! Dementsprechend ist ja auch, hier muss ich eine Alternative geben, denn wenn man so einen Verwundbarkeitsstatus haben möchte. So, und man kann auch aus dieser Entfernung die Sternteile entnehmen. Das ist ja bei der Wii normal. Na! Diesen Rückwärtssprung, den habe ich nie wirklich beherrscht. Habe ich mal im Let's Play abgeguckt, wo habe ich den nie benutzt. Jetzt übe ich den so ein bisschen. Naja, jetzt wäre ich mehr Let's Plays. Ist nicht nur den Zuschauern vorenthalten. Na. Okay, mal ein bisschen eher drumrum. Huchala. Aha! Cool. Zack. Schwerkraft, die Barkel! Boah. Ich glaube, ich hätte auch noch einen Stampfattack gemacht. Könnte ich vorliegen. Gut, zweiter Checkpoint. So. Ach. So, und muss noch ein weiteres Leben. Zack. Upsala. Noch länger. Ja. Upsala. So. Übrigens, ein ganz guter Tipp für eigene Super Mario Galaxy Spieler. Dieser Sprung ist nicht schnell. Wenn ihr mit diesem Sprung vor einem Bossgegner weglauft, wird er euch garantiert treffen. Das ist so eine Kinderkrankheit. Jeder macht das irgendwie. Aber man sollte sich das abgewöhnen. Jo, da ist... Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da ist die Kometenmünze. Das heißt, wir müssen hier drauf. Und warten. Und 64 hat er noch gekrabbelt. Ich weiß gar nicht, wie das bei Sunshine oder kommt man da überhaupt ducken. Und juhu! Hoppala. Hallo! Kometen sind für später, nützlich für später, aber sind nützlich, essentiell für später. Damit man auch alles hat, 100% und so. Ich würde es natürlich versuchen, 100% zu machen. Auch wenn das Let's Play. Naja, gut, wenn ich in einen kleinen Zeitplan gehe, 120 Münzen, nur 120 Münzen, oder? In jedem Super Mario 65 ist das schon 120 Münzen. In jedem Super Mario Sternenteil sind es 120. Nicht Münzen, sondern Sterne. So. Begrifferat. Heiteres Begrifferat. Drei Checkpoints sind eigentlich voll unnötig. Vor allem fürs erste Level. Ja gut, man sollte die Anfänger natürlich nicht total überfordern, aber trotzdem. Jo, und wie es aussieht, können wir mit dem Memmeligen Bosskampf jetzt relativ zeitig schaffen und sofort den ersten Part beenden. Das ist cool. Da bist du ja. Na. Ich hab deinen Papa vor Jahren schon mal besiegt.
ich sauer, genau. Das heißt, das gleiche noch dreimal. Mal. Einmal, ja, dann muss ich hier diese Eierschale nochmal zerstören. Na. So. Und jetzt wieder ganz ausgeflippt hier. Jetzt rennt das nicht mal mehr nach. Ich muss mich nur noch irgendwie erwischen. Genau. Upsala. Ja. Genau. Das war's. Nicht so neulich schwer. Und da hätten wir den ersten Powerstern. Den ersten Stern. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, diese abgerundeten Sterne aus Galaxy finde ich nicht so hübsch. Diese etwas spitzeren aus Super Mario 64 fand ich schon ganz cool. Hätten die die mit dieser Farbe zusammen kombiniert, das wäre episch gewesen. Die waren ja vom Farblichen noch ganz gelb. Die hier sind schon golden. Stern erhalten. Ah, schön. Okay. Du hast einen Powerstern erhalten. Gut, nun bevor ich A drücke. Cool, 10 Minuten geschafft. Das heißt, ich habe 10 Minuten Intro gemacht. Toll. Ja, Aber gut, das kann man so mitrechnen. Wenn dieses Level so 10 Minuten dauert, kann man 2 Sterne pro Part rechnen. Auf 120 Sterne. Na gut, dann verkacke ich zwischendurch nochmal. Da können wir noch ein paar Parts aufrechnen. Ja, kommt noch schon was zusammen. Aber gut, damit würde ich sagen, wenn euch diese Folge gefallen hat, könnt ihr gerne ein Like drunter lassen. Und wenn ihr dieses Let's Play, wenn ihr von diesem Let's Play nichts verpassen wollt, könnt ihr auch gerne ein Abo dalassen. Freue ich mich mal sehr drüber. Und natürlich auch immer auf positives, aber auch auf konstruktives, negatives Feedback. Denn komplett negatives Feedback, naja, wenn es konstruktiv ist. Wenn es einfach nur sagt, du bist ein Arschloch, dann nehme ich es halt so hin. Aber gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Ich freue mich auf dieses Projekt ziemlich sehr. Ziemlich sehr, ja, genau. Und ich mag keine Abschiede, deswegen habe ich auch früher mal ein Stück aufgenommen. Aber gut, dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dann, tschüss, ciao, auf Wiedersehen, euer Bajim.